Öl und Gas werden immer teurer und davon profitieren die Öl- und Gasproduzenten. Vor 2 Wochen habe ich Ihnen Petrobras hier vorgestellt, extrem günstig bewertet. Und diese Aktie vergleichen wir heute mit Gazprom. Ebenfalls immer noch günstig, niedriges KGV, hohe Dividende. Welche der beiden Aktien ist besser und wo sind die Risiken? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Zum Anfang eine kleine Presseschau. Das war letzte Woche die TZ. Ich weiß nicht, ob Sie die TZ kennen. Wir hier in München, wir brauchen keine Bild-Zeitung. Wir haben ja unsere TZ. Die TZ ist noch nicht mal eine wirklich schlechte Zeitung oder sowas. Die Titel sind halt ein bisschen reißerisch. Aber dabei will ich jetzt nicht den Stab über andere brechen. So läuft's halt auf der Welt. Gerhard Polt kriegt einen Orden, sehen wir hier, das freut uns. Aber noch wichtiger ist die Titelstory. Alles wird knapp und immer teurer. Die Mieten ist leider bekannt. Dann Geschenke-Gau an Weihnachten. Du meine Güte, was kommt da denn jetzt noch? Ich sehe schon vor mir die Omis im Supermarkt, wie sie sich um die letzten Schnapsbohnen prügeln. Aber wahrscheinlich sind da so Dinge gemeint wie Smartphones, Spielkonsolen, also alles, was eben Halbleiter habt. Ob das jetzt wirklich knapp wird an Weihnachten, das wird man dann sehen. Aber das jetzt einfach schon mal zu behaupten, das ist wahrscheinlich die beste Weihnachtsgeschäftsverkaufsstrategie seit 10 Jahren oder so. Und dann natürlich der Diesel. Neues Panikthema Nummer 1. Diesel, Benzin, Erdgas, alles explodiert. Der Dieselpreis ist auf Rekordhoch. Dabei habe ich eigentlich gedacht, der Diesel ist tot und dass sowas keiner mehr fährt. Aber naja, hat man uns damals gesagt. Aber so oder so, das sind natürlich Belastungen. Auch wenn man bei der ganzen Aufregung vielleicht auch mal erwähnen sollte, dass der reine Ölpreis im Moment nicht viel höher ist als vor der Corona-Krise und dass 60% vom Diesel Mehrwertsteuer sind, Energiesteuer und CO2-Abgabe. Und insofern wird es schon auch interessant, was unsere künftige Regierung, die da jetzt dann ja irgendwann mal kommen soll, was die uns dazu präsentieren wird. Also angekündigt war ja eigentlich eine durchgreifende Klimaschutzpolitik, was der Wähler auch so wollte, mehr oder weniger auch. Und auf der anderen Seite dreht der Wähler aber jetzt schon am Rad wegen der Energiekosten. Und da kann man schon wirklich gespannt sein, also was die uns jetzt dann vorlegen werden demnächst und wie sie sich das alles so vorstellen und wie sie uns das jetzt auch verkaufen werden. Aber so oder so, steigende Energiepreise sind natürlich eins der ganz großen Themen im Moment. Und hier geht es um eine Aktie, die davon profitiert, nämlich Gazprom. Gazprom hochpopulär. Ich werde oft gefragt, warum ich hier zu Gazprom so wenig mache. Was auch stimmt, ja. Aber immerhin, ich habe zum Beispiel 2018 ein Video zu Gazprom gemacht. Und damals habe ich was getan, was ich eigentlich ungern tue hier. Ich habe mich nämlich wirklich festgelegt und habe mal gesagt, ich sehe bei dieser Aktie inklusive Dividende auf 5 bis 6 Jahren ein Kurspotenzial von 50 bis 60%. Und dann ging es aber sogar noch schneller. Sie hat sich nämlich in einem Jahr danach dann fast verdoppelt. Aber dann kam Corona dann wieder und nach diesem Schock habe ich wieder ein Video gemacht im März 2020. Und da habe ich dann gesagt, Shell und BP sind mir zwar ein bisschen lieber, aber Gazprom jetzt auch wieder sehr spannend. Und dann sind sie eben dann ja wieder stark gestiegen, um 120% seitdem. Und dann habe ich auch noch mal ein Video gemacht mit der Vermutung, dass Gazprom unser großer Wasserstofflieferant werden könnte eines Tages in Zukunft, falls wirklich sowas kommen sollte wie eine Wasserstoffwirtschaft. Und damit, und da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis, damit war für mich eigentlich das meiste gesagt zu Gazprom und man will ja auch nicht die gleiche Geschichte immer wieder bringen, vor allem dann nicht, wenn die Aktie seitdem ja dann schon gut gelaufen ist wieder. Aber die Idee heute ist, dass ich Gazprom mal gegenüberstelle mit der Aktie von Petrobras. Petrobras habe ich hier ausführlich vor 2 Wochen behandelt. Und die Inspiration dazu, das waren
Kommentare auf das Petrobras-Video, so wie den hier, den habe ich letztes Mal schon gezeigt. Ich zeige ihn heute wieder. Waldemar Brauer, der schreibt: Brasilien ist für mich kaum investierbar. Das sage ich, während ich gleichzeitig zufrieden Gazprom halte. Nahezu jede chinesische Dividendenaktie wäre mir lieber, und auch zu Sinopec hätte ich gern ein bisschen was mehr gehört. Und das finde ich eben sehr spannend. Petrobras und Gazprom, beides riesige Öl- und Gaskonzerne, beide profitieren von hohen Öl- und Gaspreisen, beide enorm niedrig bewertet mit KGV-Bewertungen von unter 5, beide auch mit hohen Dividendenrenditen, jeweils so zwischen 9% und 11%, beide aber auch in einem schwierigen politischen Umfeld. Die eine Aktie ist schon ganz gut gestiegen, die andere noch nicht so. Aber vorher nochmal zurück zu Waldemar Brauer. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, in dem zweiten Teil von seinem Zitat, dass er auch gern was zu Sinopec erfahren hätte. Den habe ich jetzt immer so ein bisschen runtergeschluckt, so aus Sinopec erfahren. Aber ist natürlich kein Zustand. Also wenn Herr Brauer hier schon permanent herhalten muss als Stichwortgeber, dann soll er jetzt auch endlich mal seine Infos bekommen zu Sinopec. Und zwar morgen in unserem neuen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es dann endlich mal wieder auch um die chinesischen Ölaktien. Sinopec, PetroChina und natürlich auch China Petroleum and Chemical Corporation, genannt Sinopec. Wo stehen wir da und wie sind da bei diesen Aktien die Aussichten? Die Reports von uns sind immer gratis, dieser geht morgen raus, darum, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich einfach noch schnell dafür ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und wir schauen uns jetzt mal schöne, richtige Langfristcharts an. Das ist Petrobras, die ADRs auf die Vorzugsaktie seit 2006 vor der Finanzkrise. Also da war Öl mal richtig teuer und Petrobras war eine ganz heiße Kiste, haben riesen Ölfunde gemacht in der Tiefsee vor der Küste. Die Anleger haben sich um die Aktie wirklich geschlagen. Aber wie letztes Mal schon gesagt, es ist dann ganz anders gekommen. Überschuldung, Korruptionsskandal und so weiter. Etliche Träume sind da geplatzt mittlerweile. Bei Gazprom war es allerdings auch nicht viel anders. Also haben sich dieses Jahr zwar sehr gut erholt, aber wenn man da Langfristaktionär ist, dann hat man auch mit der Gazprom-Aktie schon einiges mitgemacht und ist da auch noch von den früheren Kursen nach wie vor weit entfernt. Das hat natürlich was zu tun mit dem Öl- und Gaspreisverfall ab 2014, dann auch nochmal in der Corona-Krise, da ist er auch nochmal stark gefallen. Es hat aber auch damit zu tun, dass große Vorkommen eben allein nicht reichen, weder bei Petrobras noch bei Gazprom. Beide haben ja immens große Vorkommen, also Gazprom sowieso hat von allen börsennotierten Konzernen die mit Abstand größten fossilen Energiereserven. Petrobras aber auch, also trotz der Restrukturierung, die da seit Jahren läuft, immer noch einer der größten Ölproduzenten weltweit, mit einer guten Chance auch in 10 Jahren sogar der größte zu sein. Aber Vorkommen allein sind es nicht, es geht auch darum, welche Strategie hat man da und was kostet das alles, diese Vorkommen dann auch entsprechend auszubeuten. Und weil beide mehrheitlich vom Staat gehalten werden, haben wir eben auch politische Risiken. Darauf bin ich bei Petrobras hinreichend eingegangen. Petrobras ist nicht nur geplündert worden von den früheren Regierungen in Brasilien, sondern ist auch gezwungen worden dazu, Treibstoff billiger zu verkaufen, was den Konzern zwischen 2011 und 2014 40 Milliarden Dollar gekostet hat. Allein das haben wir aber bei Gazprom genauso, und zwar seit eh und je. Links die Gasmengen, die sie in Russland verkauft haben, vom zweiten Quartal 2020 bis zum zweiten Quartal 2021, und grün der Durchschnittspreis. Und rechts Exporte in die EU und in den Rest der Welt. Die Exportpreise haben sich in der Zeit mehr als verdoppelt und inzwischen sind sie noch höher.
Aber die Preise im Inland, die sind so gut wie gleich geblieben. Und 4.238 Rubel sind ungefähr 60 Dollar. Das heißt, der Exportpreis war am Ende fast viermal so hoch wie der Gaspreis im Inland. Und auch hier ist das natürlich ein Staatsziel. Der Gaspreis soll in Russland niedrig bleiben. Was aber auch heißt, Gazprom gibt immens Geld aus für die Erschließung von Gas und muss dieses Gas dann aber zumindest auf dem Heimatmarkt verramschen, regelrecht. Und kein Mensch würde die Gazprom-Aktie kaufen, wenn sie nur, in Anführungszeichen, nur die riesigen Reserven hätten und den russischen Markt. Der Grund, warum die Leute die Aktie kaufen, ist einzig und allein die Hoffnung auf ein gutes Exportgeschäft. Aber auch da gibt es politische Risiken. Eins davon haben wir hier. Nord Stream 2 ist fertig, hat immens Geld gekostet. Es fehlt aber noch die Betriebserlaubnis. Und bis jetzt hat Deutschland eine Regierung gehabt, die hat da alle Bedenken diesbezüglich weggebügelt. Das muss aber in Zukunft nicht mehr unbedingt so sein. Und außerdem, die USA haben gegen die Pipeline gekämpft, die gesamte EU hat gegen die Pipeline gekämpft, außer Deutschland und Österreich. Und wo Annalena Baerbock schon recht hat, die Betriebsgenehmigung verstößt gegen geltendes EU-Recht. Also das darf man wirklich mal nicht vergessen. Und auch da kann man jetzt gespannt sein. Also auch die FDP war ja eigentlich immer eher dagegen. Dann bleibt nur noch die SPD für die Pipeline. Und damit kann man sagen, Gazprom ist einer der seltenen Fälle, in der die Aktionäre hoffen, dass die SPD sich durchsetzt. Verrückte Welt, wo gibt's sowas sonst noch? Wo Annalena Baerbock jetzt nicht recht hat und wo viele andere auch nicht recht haben, das ist das Thema, Gazprom erpresst uns jetzt. Gazprom dreht uns jetzt den Gashahn zu und darum explodieren hier die Preise. Was richtig ist, Gas ist bei uns zurzeit tatsächlich knapp und die Speicher sind auch ziemlich leer, weil letzten Winter der Verbrauch hoch war. Und Gazprom lässt jetzt auch nicht alles stehen und liegen und eilt uns da in Windeseile zur Hilfe, damit bei uns jetzt der Gaspreis fällt. Also ganz im Ernst, warum sollten sie das tun? Die machen jetzt natürlich erstmal die eigenen Speicher voll für den nächsten Winter. Aber alle Verpflichtungen hat Gazprom erfüllt. Gazprom hat außerdem im zweiten Quartal Rekordmengen geliefert nach Europa. Und abgesehen davon, wenn uns das nicht reicht, dann können wir doch auch ganz einfach Fracking-Gas kaufen aus den USA. Das ist uns doch schon immer angeboten worden. Nur dieses Gas, das geht jetzt leider alles nach China. Letzte Woche gab es einen Beitrag in der Zeit. Da ging es darum, wie das eigentlich gelaufen ist mit unseren Verträgen mit Gazprom. 2010 waren 15% vom Liefervolumen gebunden an die Spotpreise von Öl und Gas. Nur 15%, weil Gazprom feste Preise wollte und damit man eben auch langfristig kalkulieren kann. Aber heute sind 87% an den Marktpreis gebunden. Und zwar, weil die europäischen Abnehmer Gazprom dazu gezwungen haben. Vor Gericht. Das war natürlich damals, als die Preise sehr niedrig waren. Und Gazprom hat dann sogar Strafen zahlen müssen, weil sie in den geltenden Verträgen zu hohe Preise verlangt hätten. Und da kann man wirklich nur sagen, schön blöd. Weil jetzt läuft es eben umgekehrt. Und wenn manche jetzt sagen, ist doch komisch, dass Gazprom hier jetzt auf zusätzliches Geschäft verzichtet mit Europa. Das ist doch der Beweis dafür, dass die uns jetzt erpressen wollen, dass Nord Stream 2 zugelassen wird. Dann muss man auch sehen, wenn Gazprom jetzt extra Gas liefert nach Europa, dann würden sie damit wahrscheinlich den Spotpreis runterdrücken. Und das betrifft dann aber 87% vom gesamten Geschäftsvolumen. Und darum machen sie das wahrscheinlich auch erstmal nicht. Und da sind wir aber selbst schuld, wirklich. Und abgesehen davon, ob Gazprom und Russland uns jetzt damit wirklich erpressen wollen oder nicht, das ist im Grunde unerheblich. Es reicht, dass beide Seiten ganz genau wissen, wir sind erpressbar. Und darum ist es auch überhaupt keine gute Strategie, wenn man jetzt sagt, wir dürfen die Pipeline überhaupt nicht genehmigen, weil wir uns damit abhängig machen würden. Denn wir sind schon längst abhängig. Ist leider so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nord Stream 2 jetzt wirklich noch scheitert.
Wenn doch, wäre das natürlich für Gazprom sehr, sehr schlecht. Es wäre jetzt aber keine Totalkatastrophe. Also noch nicht mal das. Den Gewinn von 12 Milliarden Dollar zum Beispiel jetzt im ersten Halbjahr, den haben sie auch ohne Nord Stream 2 geschafft. Gazprom ist zurzeit hochprofitabel. Mittelfristig sind eben die entscheidenden Fragen, wohin gehen die Öl- und Gaspreise und wie entwickeln sich da die Investitionen? Sehr wichtig. Und damit nehme ich ja auch der freie Cashflow. Das war nämlich lang das Problem, dass Gazprom für Exploration und für Pipelines sehr viel Geld ausgegeben hat. Ich habe in meinen früheren Videos auch darauf hingewiesen. Aber wie es eben zurzeit aussieht, werden die Investitionen jetzt mittelfristig zurückgehen, sodass der freie Cashflow da eben steigen könnte. Wenn Nord Stream 2 jetzt nicht kommt, dann wird der Gaspreis durch die Decke schießen in Europa. Wenn er aber kommt, so wie Gazprom das ja auch will, oder wenn sie kommt, die Pipeline, so wie Gazprom das will, dann geht er wahrscheinlich zurück. Und das heißt dann aber auch, Gazprom erzielt jetzt im zweiten Halbjahr nochmal einen sehr hohen Gewinn, wird dann möglicherweise auch eine Dividende ausschütten für dieses Jahr im Bereich von 10-11% Dividendenrendite. Danach geht der Gewinn wahrscheinlich aber eher wieder zurück. Und auch das muss man sehen, wenn man die Aktie jetzt noch kauft. Den Effekt haben wir bei Petrobras so nicht, dass sich das Unternehmen da selber die Marktpreise kaputt machen könnte. Petrobras verkauft ja jetzt schon viele Ölprodukte im eigenen Land unter Weltmarktpreis und hat trotzdem, wie gesagt, im letzten Quartal einen Rekordgewinn erzielt von 8,1 Milliarden Dollar. Und auch der freie Cashflow ist bei Petrobras deutlich höher als bei Gazprom jetzt zum Beispiel. Und das bei einem Börsenwert, der aber nur ungefähr halb so hoch ist. Die Frage ist da vor allem die, kriegt man zusätzliche Preiserhöhungen jetzt da eben auch noch durch, synchron zu den Weltmarktpreisen, die gestiegen sind? Oder ist es eben nicht mehr möglich im aktuellen politischen Umfeld? Und außerdem haben wir da gerade in den letzten Tagen auch wieder generell Probleme gehabt in Brasilien, politische Probleme, weil der Markt befürchtet, dass die Haushaltspolitik von der Regierung Bolsonaro jetzt eben doch relativ unsolide wird. Das belastet den brasilianischen Markt generell zurzeit. Es haben sich einige hier auch schon bitter beklagt, dass Petrobras seit dem letzten Video um 6-7% gefallen sind. Und abgesehen davon besteht natürlich auch noch theoretisch die Gefahr, dass nächstes Jahr wieder eine andere, schlechtere Regierung ans Ruder kommt in Brasilien. Oder sagen wir, eine weniger wirtschaftsfreundliche Regierung. In Russland im Gegensatz dazu, überraschender Regierungswechsel, die Gefahr ist ja gering. Alles in allem, beide Aktien sind spannend, würde ich sagen, vor allem dann, wenn man eben davon ausgeht, dass Öl und Gas halbwegs auf dem aktuellen Niveau auch bleiben werden. Beide Aktien sind sehr günstig eben, beide sind hoch profitabel. Ich würde Petrobras leicht bevorzugen im Moment wegen der Fundamentaldaten. Allerdings, in Russland ist der Gesamtmarkt stabiler zurzeit als der Markt in Brasilien. Aber beide Aktien, man muss es eben auch sehen, sind eher spekulativ. Sie sind aus meiner Sicht Depot-Beimischungen, kleinere Beimischungen. Und es sind auch keine Selbstläufer, wo ich jetzt sagen würde, ach Gott, kaufen und liegen lassen einfach. Man kriegt sie sehr günstig, beide, aber der Preis dafür ist eben, dass auch Dinge passieren können, die die Aktien dann eben auch entsprechend belasten und dass wir überdurchschnittliche politische Risiken jeweils auch haben. Und damit sind wir wieder angelangt bei unserem eigenen politischen Risiko, nämlich letzte Woche gleich neben der TZ im Laden, da lag dann doch auch die Bild-Zeitung. Hoeneß wütet gegen die Veganer. Endlich sagt mal einer was. Wir dürfen da als Gesellschaft auch nicht mal wegschauen mit den Veganern. Aber noch spannender ist das hier weiter oben. Neuer Ampelplan, so funktioniert die Aktienrente. Klingt ja eigentlich sensationell. Aber bevor wir uns jetzt zu früh freuen, denken wir mal an Folgendes auch. Wenn wir jetzt wirklich so weit sind beim Sentiment, dass sogar Grüne und Sozialdemokraten Aktiensparen gut finden, dann muss man
langsam wirklich mal verkaufen, würde ich sagen. Also behalten Sie den Gedanken auch mal im Hinterkopf. Genauso wie Sie unseren Zukunftsmärkte-Report noch im Hinterkopf behalten sollten, der morgen rausgeht zu den Ölaktien aus China. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.